Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu Sommelier TV und heute habe ich etwas aus Libanon für euch. Also, dranbleiben. Tja, wie gesagt, ich habe heute etwas aus dem Libanon für euch und zwar vom Chateau Xara, den Wein namens Chateau Xara 2007. Es ist ein Rotwein. Eine Cuvée zu 60% aus Cabernet Sauvignon, 30% Merlot und 10% Petit Verdot. Ist trocken, ist aus dem Jahre 2007, wie gesagt. Hat 18 Monate Barrique hinter sich, wo er reifen konnte. Und man kann schon an der Farbe erkennen, er hat ein bisschen braune Noten drinnen. Aber ansonsten sehr schön klar, hohe Viskosität hat. Sehr viel Extrakt lässt daraus folgen. In der Nase ist er würzig, sind sehr viele rote Beeren, es ist genauso aber diese rauchige Aromatik, die wir rote Barrique ausbauen haben. Es ist etwas moosig, ja, ein bisschen erdig ist er in der Nase, aber nicht muffig, fällt überhaupt nichts Negatives aus. Aber diese Töne sind durch den Holzausbau dabei. Ja. Freut eigentlich schon auf den Genuss. Am Gaumen. Das Tannin ist sehr sanft. Ist überhaupt nichts aufdringlich schön eingebunden. Die Säure spielt der Frucht sehr gut. Im Gesamten ein langer Abgang mit sehr viel Frucht speziell. Wir haben in der Mitte des Abgangs die ganzen Holztöne. Wir haben Leder, wir haben Rauch, Tabak. Wieder ein bisschen dieses Erdige, was dabei ist. Ganz dezent auch Vanille. Ansonsten haben wir wieder diese roten Früchte, Johannisbeere, Schwarzbeeren. Genau in diese Richtung geht das Ganze. Sehr wenig Exotik. Eher diese dunkelroten, kräftige, rote, schwarzen Beerenfrüchte. Aber schön eingebunden. Das zieht sich schön in die Länge, macht Freude beim Trinken, braucht aber definitiv Zeit, sehr viel Luft, was mir aufgefallen ist. Ich habe den jetzt an 20 Minuten offen und ein bisschen verschlossen ist er noch, aber doch schon, aber man kann schon erahnen, in welche Richtung der geht. Also wenn Sie den dann zu Hause selbst genießt, dann einfach mal an 2 Stunden vorher mindestens aufmachen, bei mir ist es leider nicht anders rausgekommen. Mit Duft weiter sehr schön. Doch, sehr viel Trinkvergnügen. Trotzdem, dass er jetzt eigentlich schon ein paar Jahre hinter sich hat, würde er den jetzt noch ein paar Jahre im Keller und hat noch viel Potenzial für die nächsten 10 Jahre. Kein Problem. Doch, als Speisenbegleiter zu Wildgerichten, kräftigen Rindfleischgerichten, ideal. Und wie gesagt, bei wilden Klammgerichten ganz speziell, wo das Fleisch schon sehr viel Eingeschmack hat, da kann man den sehr, sehr gut vorstellen. Tja, wie gesagt, Chateau Xara mit dem Wein Chateau Xara 2007. Ein wunderschöner Cuvée mit sehr viel Kraft, sehr viel Eleganz und überzeugt euch selbst davon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.